Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von PC-Check. Und zwar, bevor es hier losgeht mit diesem PC, möchte ich noch auf eure Kommentare eingehen. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch und versuche auch direkt darauf zu antworten. Ansonsten mache ich es halt in dem Video, so wie jetzt. Und da kam unter anderem die Frage auf, teste doch mal eine RTX 3060 oder mach ein Video dazu. Das Problem an der ganzen Sache ist, die 3060 gehört nicht mir, die gehört meiner Freundin Lexi, die hat sie bei ihr im PC. Und deswegen werde ich die nicht testen, außerdem gibt es mehr als genug YouTube-Videos dazu und der Kanal ist eher dazu aufgebaut, dass man halt die Vergleiche sieht, Preis, Leistung und so weiter, dass euch da so ein bisschen geholfen wird. Mit Benchmarks und so weiter werde ich euch jetzt nicht weiterhelfen können. Ich sage zwar immer dabei bei den PCs, was die ungefähr können oder können sollten, aber direkt testen kann ich sie ja sowieso nicht, weil wenn ich jetzt jeden PC kaufen würde, dann wäre ich eine richtig arme Socke, deswegen lasse ich das lieber. Und dann wurde mir unter anderem auch ein Kommentar geschrieben, dass ich doch mal einen PC zusammenstellen soll für um die 1000 Euro, womit man auch so ein bisschen daddeln kann. Das Problem ist aktuell wirklich die Grafikkartenlage. Ich sage es in jedem Video, die Grafikkarten sind schwer bis gar nicht verfügbar und wenn, dann zu überteuerten Preisen. Man sollte echt warten, wenn man jetzt nicht unbedingt einen neuen PC braucht, dass man vielleicht so bis Sommer oder sagen wir mal das dritte Quartal 2021 abwartet, dass die Grafikkarten wieder einigermaßen verfügbar werden, weil AMD kommt nicht hinterher, weil die ja gleichzeitig noch für die PlayStation und die Xbox produzieren. Nvidia kommt aus hier nicht erklärlichen Gründen hinterher. Ich denke mal, das liegt an den ganzen Leuten, die Bitcoin schürfen und so weiter, dass die ganzen Grafikkarten direkt vom Hersteller aufkaufen, die gar nicht erst in den Handel gelangen. Dazu gab es auch Artikel. Aber soweit habe ich dann jetzt schon mal auf diese Kommentare geantwortet. Also wie gesagt, der Kanal ist wirklich nur dafür da, dass wir sehen, ob sich die Rechner lohnen oder nicht. Benchmarks und so weiter, die könnt ihr euch dann alle bei YouTube oder anderen Kanälen angucken. Ich gucke auch teilweise, was macht zum Beispiel jetzt in dem Fall der 3600 mit der 3060 RTX zusammen. Einfach bei YouTube eingeben, kriegt man meistens schon Ergebnisse. Deswegen unterlasse ich das erstmal. Ich möchte euch in dem Bereich hier helfen. Und wir haben jetzt mal einen PC genommen, der ja nicht günstig ist, aber wo man so ein bisschen in die Richtung kommt, wo man was Gescheites noch kriegt fürs Geld. Ich habe wirklich viel geguckt, ich habe viel verglichen. Unter 1000 Euro ist sowas von schwierig zu bekommen. Ansonsten müsste man wirklich hergehen und zum Beispiel die Grafikkarte bei eBay kaufen, gebraucht. Und da würde ich lieber von abraten. Aber gut, wir starten jetzt mit diesem Video. Das hier ist der Hersteller bzw. Vertrieb von MIFCOM. Die meisten werden den kennen, weil Montana Black unter anderem mit denen eine Partnerschaft hat. Ich glaube, sein PC ist auch von denen. Der übrigens wahllos überteuert ist. Es ist der Hammer. Dieser Get On My Level PC ist sowas von überteuert, aber um den geht es jetzt zum Glück nicht. Es geht um diesen hier. Den Gaming PC Ryzen 5 3600 mit der RTX 3060. Die ist jetzt erst vor ungefähr 3 Wochen auf den Markt gekommen. Und die ist auch relativ gut. Wir haben die jetzt auch getestet, auch mit Stream und so weiter. Das passt. Man kann zum Beispiel Overwatch 60 FPS locker spielen, wenn nicht sogar 100 oder 120 FPS und gleichzeitig noch streamen, wenn man über den Prozessor rendert. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn man jetzt den Nvidia-Encoder dafür nimmt, einen OBS. Die sich damit beschäftigen, die wissen, was ich meine. Aber wenn man über den Prozessor rendert, passt das. Gut, wir starten. AMD Ryzen 5 3600 ist schon mal ein schönes Einstiegsmodell. Ist nicht die aktuellste Serie, dann wäre der Preis aber auch wieder ganz woanders. Der 3600 ist ein ausgewachsener Prozessor, der zum Zocken super geeignet ist. Ihr könnt auch den 3700 oder 3800er nehmen, 3900. Dann gibt es noch die XT-Varianten. Die XT-Varianten sind die Neuauflage, die nochmal ein bisschen mehr Bums haben. Oder ihr halt die 5000er-Reihe. Bei 5600 startet die, glaube ich, bis 5900 geht die. Aber das ist im Moment nicht bezahlbar. Da müsste man schon noch so 200, 300 Euro drauflegen bei dem Endbetrag. Deswegen suchen wir den mal eben raus bei Mindfactory und wir haben da 179 Euro. Ich glaube, an dem Preis tut sich nicht viel. Jedes Mal, wenn ich den irgendwo reinpacke in den Warenkorb, kostet der 179 Euro. Also der geht nicht runter, der geht nicht hoch. Ihr habt auf jeden Fall irgendwo auch einen gewissen Werterhalt. Wenn ihr den später mal irgendwann verkaufen wollt, kriegt ihr den für 150 wahrscheinlich locker nochmal los. Den packen wir in den Warenkorb und weiter geht's. Dazu haben wir einen Asus Prime B450 Plus. So wie ich das eben gesehen habe, wir haben das hier nämlich alles schön aufgeschlüsselt. Ich muss mal eben gucken, wo das jetzt genau steht. Ja, hier ist das Board auch schon. Ist ein ausgewachsenes Board, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum die alle dieses Asus Prime verbauen. Das sieht man ganz oft in diesen Fertig-PCs. Man bekommt es bei Mindfactory nicht. Nicht in der Bauform. Ich glaube, man kriegt es als Micro-ATX, aber als ATX, so wie es hier steht, nicht. Ist schon mal schön, dass es ein großes Board ist. Ihr habt genug Anschlussmöglichkeiten. Es ist ein Einsteigerboard. Es ist auch nur der B450-Chipsatz. Ihr braucht aber auch im Moment keinen anderen für die 3000er-Reihe.
Nur ihr kriegt halt eventuell Probleme, wenn ihr dann die 5000er-Reihe verbaut. Wobei ich auch einen Kommentar gelesen habe, dass dieses Board wohl die 5000er-Reihe mit einem BIOS-Chipsatz-Update auch unterstützen soll tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, man findet es bei Mindfactory nicht. Ich habe nach dem Preis geguckt, das liegt bei ungefähr ja, 88 bis 93 Euro. Wir suchen was preislich annäherndes raus. Und zwar haben wir hier das MSI B450 Tomahawk. Ist derselbe Chipsatz, ist auch ATX-Formfaktor, tut sich nicht viel, kostet 93 Euro, packen wir so in den Warenkorb. Eine Sache noch, hier sind die Anschlüsse für die, die es interessiert. Wir haben jetzt also 5x USB hinten dran, DVI, HDMI, was ihr sowieso nicht benutzt, weil also der Prozessor, der hat keine Grafikeinheit integriert. Ist kein G dahinter, sage ich in den anderen Videos auch andauernd. Hat hier die ganz normale Soundkarte, Netzwerkanschluss, hat kein WLAN. Für die, die das wichtig finden, hat kein WLAN, holt euch einen USB-Stick oder holt euch so eine PCI Express WLAN-Karte und dann passt das schon. USB-C hat es auch, das ist auch schön. Das Gehäuse ist ein Corsair Carbide 175R RGB. Ist ein gescheites Gehäuse. Ist von Corsair. Ist Qualität. Problem jetzt an dieser ganzen Sache ist wieder, das ist aber eventuell dem Bild von dem Hersteller geschuldet. Ich glaube, Corsair bietet das mit diesem Bild so an. Diese Wasserkühlung, die ihr da oben seht, Thema haben wir so oft, die ist da nicht drin. Da ist eine Corsair-Wasserkühlung drin, das sehe ich am Design. Die ist da nicht enthalten. Und auch der leuchtende RAM hier vorne, ihr kennt das Thema schon, ist nicht enthalten. Das Schöne ist, hier unten, auch wenn man erst draufklicken muss, ich habe da gerade draufgeklickt auf dieses i, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Sie weisen immerhin darauf hin. Man muss auf das i klicken, aber dann kriegt man das. Ich finde das schade, dass man das so machen muss. Sie hätten es auch direkt so da reinschreiben können. Aber gut, ihr wisst jetzt Bescheid. Da ist ein normaler Lüfter drin, steht auch zum Schluss nochmal da, zeige ich euch gleich. Und das Gehäuse kostet 64,41 €. Standardpreis. Die von Atza kosten dasselbe. Es gibt auch noch andere Hersteller, MSI und so weiter. Die kosten alle dasselbe rum. Haben eine Scheibe an der Seite vorne, ein bisschen RGB-Beleuchtung. Packen wir so einen Warenkorb. Hier, Corsair IQ. Corsair IQ ist für RGB-Steuerung. Ich schätze mal, es geht hier einfach nur um das Logo da vorne. Ne? Ihr könnt damit auch Lüfter steuern und so weiter, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB. Wie im letzten Video schon erwähnt, 12 GB super. Reicht für die meisten Spiele locker aus. Wie gesagt, da rennt Overwatch drauf, da rennt Minecraft drauf, da rennt Fortnite drauf, alles super. Ist okay, ist eine Einsteiger-Grafikkarte, aber für das Geld in Ordnung. Gut. Ist keine alte Variante oder ähnliches. Das ist, glaube ich, sogar dieselbe, die auch Lexi drin hat. Tut sich auch hier nicht viel. Es gibt natürlich ein paar übertaktete Varianten, wie zum Beispiel von Gigabyte oder Asus ROG oder TUF und so weiter, aber die sind dann preislich wieder ein bisschen weiter oben. Und da wir die bei Mindfactory nicht finden, habe ich die schon mal in den Calculator reingeschrieben. Wir haben sie für 619 gekauft. Die UVP liegt bei 350. Lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Wartet ihr jetzt noch ein halbes Jahr und kriegt sie eventuell sogar zur UVP oder etwas höher? Oder wollt ihr echt nochmal 80% draufzahlen? Wir müssen diesen Preis jetzt so nehmen, weil er anders nicht verfügbar war. Dass ihr einen Vergleich habt für den Endpreis. Aber da wisst ihr jetzt dann schon mal Bescheid. Arbeitsspeicher, 16 GB DDR4 3000er Corsair Vengeance. Warum 3000? Ich verstehe es nicht. Selbst MIFCOM macht das so. Aber gut, immerhin Corsair Vengeance. 3000er, sage ich immer wieder. 3200 hätten es auch ruhig sein können, die 5 Euro mehr. Naja, auch die Speicherlatenz, CL16. Die CL15er, die kosten 5er mehr. Da ist der noch ein Ticken schneller. Das merkt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber es ist halt so. Wenn ihr den später auch mal weiterverkauft, macht sich das immer besser, wenn ihr bessere Werte habt und vielleicht einen 5er extra gezahlt habt früher, dann kriegt ihr den 5er auch wieder, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Je nach Verfügbarkeit. Der kostet bei Mindfactory 79,80 €. Ziemlich krummer Preis, war sonst immer ein bisschen anders. Habe ich in den Warenkorb gepackt, braucht man sonst nicht mehr zu sagen. Es ist der CL16 auch. Wie gesagt, der CL15, der wäre im 5er teurer gewesen, aber ist egal. Hier haben wir eine 1 TB Western Digital Blue M2 PCI Express SSD. Ist es relativ egal, welchen Hersteller ihr da nehmt. Es sei denn, wenn ihr jetzt Samsung Evo und so weiter nehmt, die sind nur ein Ticken schneller. Aber Western Digital, Crucial und wie sie alle heißen, die tun sich da nicht viel. Die habe ich auch bei Mindfactory rausgesucht. Ist ja auch schon, Moment, das Produktbild, das ist ein bisschen irreführend so. Da habt ihr sie. 118,64 €. Das Interessante an der ganzen Nummer ist, hier unten steht in der Artikelbeschreibung, okay, hier steht es tatsächlich nicht drin, das war bei der 500 GB, aber die hatte eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit um die 2000 MB rum, deswegen verstehe ich nicht, warum MIFCOM 560 und 530 angibt. Das ist sogar zu wenig, was die angeben. Oder Mindfactory gibt zu viel an, was ich nicht glaube. Aber egal, wir nehmen den Artikel, wir packen ihn so in den Warenkorb. Hier nochmal für 118,64 €, haben wir auch schon reingepackt, weiter geht's. Jetzt haben wir ein 550 Watt Corsair Vengeance Series Netzteil.
Ich wusste gar nicht, dass es die Dinger gibt. Ich kenne die nur als CX-Variante oder CV. Ich glaube, das ist dann sogar CV, Corsa Vengeance. Na klar. Hier ist es sogar ausgeschrieben auf diesen Sticker drauf. Ist ja auch egal. 550 Watt ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig. Für das System an sich, wie es jetzt so fertig ist, reicht das. Klare Sache. Solltet ihr aber später mal aufrüsten. Sagen wir eine 3070, 3080, 3090 da reinpacken oder einen dickeren Prozessor oder ähnliches, dann wird es irgendwann ein bisschen eng. Oder vielleicht noch ein paar Festplatten mit bei, wobei die Festplatten, die verbrauchen nicht so viel. Es ist für dieses System in Ordnung und dieses Netzteil kostet bei Mindfactory 59 Euro. Tut sich auch vom Preis her nichts mit den Be Quiet-Netzteilen. Können wir auch ruhig das Corsa ganz normal nehmen. Ist sogar ein modulares, habt da noch die Möglichkeit, ein paar Stecker wegzulassen, dass das Gehäuse nicht so voll gepoppt wird. Weil bei diesen Gehäusen habt ihr manchmal das Problem, dass hinter dem Blech nicht so viel Platz ist. Wenn ihr nicht gerade ein Lian-Li-Gehäuse oder ähnliches nehmt. Die Lian-Lis, die haben so viel Platz dahinter, da könnt ihr nochmal ein ganzes CD-ROM-Laufwerk reinschmeißen, das ist überhaupt kein Problem. Nur hier ist es ganz schön, dass man die Kabel halt sich so sortieren kann, wie man sie braucht. Packen wir so in den Warenkorb, weiter geht's. Soundkarte, HD-Audio-Onboard interessiert nicht. Nicht am Mainboard. Das Mainboard, was bei Mindfactory drin ist, hat das auch. Ist nichts Besonderes. CPU-Kühler, Be Quiet PureRock 2. Vernünftiger Kühler. Ist nicht der Standardkühler. Beim 3600er ist normalerweise ein Standardkühler, aber ich glaube, ich habe den eben sogar mit Kühler zusammen in den Warenkorb geworfen. Aber das ist egal, das tut jetzt bei dem Preis keinen großen Abbruch. Da habt ihr plus minus 20 Euro. Das ist egal. So, den haben wir auch bei Mindfactory gefunden. 29,90 Euro. Es gab's wie gesprungen. Ich finde ihn gut. Er ist, glaube ich, sogar besser als der normale AMD-Lüfter. Be Quiet, das, also bei Netzteilen, bei Lüftern überzeugen die mich. Es gibt bessere Hersteller natürlich, aber preis-leistungstechnisch, gute Sache. So, dazu kommt dann noch Garantie 3 Jahre mit Pickup und Return Service. Ich habe diesen Service noch nie in Anspruch genommen, beziehungsweise ich habe noch nie was bei Milcom gekauft, aber ich nehme denen das jetzt mal so ab. Pickup und Return auch 3 Jahre insgesamt. Bei anderen stand ja zum Beispiel 3 Jahre Garantie und ein halbes Jahr Pickup mit einem Return. Naja, gut. Dazu habt ihr noch 0 Pixelfehler-Garantie. Klar, ist kein Monitor. Quatsch. Telefonischer Support super. Rückrufservice auch dabei. E-Mail-Support dabei. Gut, das bieten die anderen auch. Was ich dem Ganzen jetzt nicht entnehmen konnte, ist, ob ein Windows drauf installiert ist. Ich denke aber nicht. Es wird hier nirgendwo, soweit ich es jetzt gesehen habe, erwähnt. Also gehe ich davon aus, dass Windows nicht dabei ist. Dann müsst ihr halt nochmal einen Fünfer draufrechnen für einen Key von eBay oder ihr kauft es offiziell für 100 Euro. Die Home-Variante, ich glaube 130, die Professional-Variante. Könnt ihr gerne noch draufrechnen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, die Keys von eBay funktionieren auch für 5 Euro. Das sind diese Volumen-Lizenzschlüssel. Hatte ich in einem Video auch schon mal erwähnt. Es wird jetzt nicht so sein, dass Microsoft sagt, so, wir schalten dir das jetzt ab und dann ist Feierabend mit Updates oder so. Das passiert nicht. Und macht euch da keine Gedanken. Wenn der Key funktioniert, ist alles gut, das Ding ist aktiviert und dann ist das Thema auch erledigt. Wir kommen jetzt auf einen Gesamtpreis im Warenkorb von Mindfactory. Jo, war tatsächlich der AMD Ryzen 5 Mittellüfter. Rechnet 20 Euro runter, ist egal. 634 Euro. Dazu kommt die Grafikkarte mit 619 Euro. Dann kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1253 Euro. Das ist jetzt ein Einstiegs-Gaming-Rechner. Und der soll kosten beim MIFCOM 1229. Da seid ihr günstiger mit. Es gibt einen PC, der günstiger ist. Das gibt's ja gar nicht. Das, also das habe ich wirklich. Ich habe ja sonst immer, wenn ich zusammengestellt habe, habe ich immer so die Preise so ein bisschen angekratzt. Da war ich noch 100 Euro drunter oder was. Jetzt bin ich sogar drüber. Gut, ihr könnt jetzt natürlich die 20 Euro vom Lüfter abziehen. Dann landet ihr genau auf diesem Preis. Aber das ist Quatsch. Die Kiste ist fertig zusammengebaut, wenn sie zu euch kommt. Sie sieht nicht so aus wie auf dem Bild. Keine Wasserkühlung, keine RGB-RAM-Speicher. Ihr könnt natürlich das hier noch ändern. Dann wird es aber wieder teurer. Wenn ich euch jetzt einen PC empfehlen sollte oder wollen würde, der, nehmt den. Für den Preis ist in Ordnung. Die aktuelle Grafikkartenlage lässt nichts anderes zu. Wenn die Grafikkarte jetzt zu einer UVP von 350 verfügbar wäre, dann wäre der zu teuer. Dann wärt ihr sogar billiger, wenn ihr jetzt bei Mindfactory für 150 Euro den bei denen zusammenbauen lässt. Dann wärt ihr immer noch 150 Euro billiger. Oder sag ich mal 200. Jetzt müsst ihr natürlich noch ein Windows dazu kaufen. Thema hatten wir eben schon. Aber ansonsten ist die Kiste in Ordnung. Kostenloser Versand. Versandkostenfrei ab 500 Euro bei Vorkasse in der EU. Ich kann euch leider keinen Rechner empfehlen für 1000 Euro oder 900 Euro. Ich lese es ja immer wieder in den Kommentaren oder teilweise sogar 700 Euro. Da kriegt ihr noch nicht mal eine Grafikkarte für. Doch, ihr kriegt eine Grafikkarte und ein Netzteil und dann bringt euch nichts. Lasst es euch gesagt sein. Also wenn ihr jetzt wirklich einen Gaming-PC zu der jetzigen Zeit haben wollt, nehmt den. Lieferzeit 3 bis 4 Wochen finde ich ein bisschen hart. Ist wahrscheinlich auch den Grafikkarten geschuldet oder eben der hohen Nachfrage. Prozessor in Ordnung, Grafikkarte, Einstiegsgrafikkarte, aber der neuen Serie, 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD, was wollt ihr mehr? Und 3 Jahre Garantie auf die Kiste.
Wenn ihr jetzt noch schlau seid und ihr könnt das hier vielleicht irgendwo ändern, ja, hier kann man es konfigurieren, nimmt 3200er RAM. Wenn ihr jetzt noch einen Huni drauflegen wollt, kriegt ihr den B550 Board und seid ihr für die 5000er Serie auf jeden Fall gerüstet. Ist sonst nichts dran auszusetzen. Ich sage es euch aber nochmal, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, diesen Montana Black PC zu kaufen, der ist viel zu teuer. Viel, viel zu teuer. Absolut. Lasst es sein. Lasst es sein. Selbst bei der Grafikkartenlage ist er noch zu teuer. Ja, das wäre es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wäre schön, wenn ihr mal noch ein paar Kommentare da lässt, was euch noch so interessiert. Schickt mir auch, wie gesagt, ganze PCs. Also jetzt nicht zu mir nach Hause, sondern Links, sagen wir, zu Saturn, Mediamarkt, eBay von mir aus, Amazon. Ich gucke mir die Kisten an und mache ich darüber ein Video. Überhaupt kein Thema. Aber darum ging es ja jetzt, dass ihr wirklich einen PC habt, preis-leistungstechnisch top und halt so günstig wie möglich in der heutigen Zeit. Das wird sich alles wieder beruhigen. Aber wenn ihr jetzt einen braucht, der ist es. Gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wäre sehr nett. Ich freue mich da immer drüber. Ich kriege ja jedes Mal eine Notification aufs Handy. Sage ich ja auch andauernd. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder nächste Woche. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.